Во время Октябрьской революции куранты вновь пострадали. На этот раз они были восстановлены по указанию Ленина. На игральный бал часов был набран интернационал. Последний капитальный ремонт часов был произведен при реставрации. Петровских курантов тоже оказалось недолгой. Новую жизнь главным часам дала Екатерина II. В горновитой палате среди... Dass die Thema als Urheberrecht ist, ist natürlich auf jeden Fall legitim und das ist natürlich auch sozusagen gegenseitig dazu verpflichtet sogar. Andererseits muss man natürlich sagen, und das ist halt das Problem, was die GEMA hat, dass sie offensichtlich nicht in der Lage ist, den Kompromiss herbeizuführen. Das heißt also, dass irgendwo, wie gesagt, man kann der GEMA nicht allein die Schuld zuschieben, aber natürlich ist die GEMA offensichtlich ein bisschen, sagen wir, hinterher, was die ganzen zeitgenössischen Medien angeht. Das ist sozusagen der allgemeine Eindruck, den man hat, und der ist sicher auch nicht falsch. Mhm. Aber bei einem anderen Thema hat sich die GEMA nach mehreren Jahren nun einigen können, und zwar mit den Musikanbietern im Internet wie iTunes, Amazon oder Simfy, bei denen man Songs hören kann oder downloaden kann. Wie sieht da der Kompromiss aus und was bedeutet der für die...